Ich kam mir fast vor wie ein Filmstar, als ich an der Big Box Kempten ankam. Mit so einem schicken Auto wird man nicht alle Tage abgeholt. Aber es war ja auch ein besonderer Anlass. Heute ist der große Abend für den Allgäuer Presseball. Das Motto lautet: Alles Musical, Nacht der Gefühle. Aber inoffiziell heißt es natürlich Sehen und gesehen werden. Ich lasse mich überraschen. Und überraschend war auch der Auftritt des AZ-Geschäftsführers Markus Brehm. Der Gastgeber kam per Elektroscooter zur Bühne. Zum 6. Mal bereits diente die Big Box als Schauplatz der aufwendigen Wohltätigkeitsgala. Es ist das gesellschaftliche Ereignis des Allgäus und lockt schon seit Jahren immer wieder Hunderte aufs Tanzparkett. Tanzen gehört beim Allgäuer Presseball natürlich dazu. Und mein Tanzkurs, der soll nicht umsonst gewesen sein. Deshalb suche ich mir jetzt einen geeigneten Tanzpartner. Keine leichte Wahl, denn er sollte nicht zu unerfahren sein. Schließlich hält sich meine eigene Tanzerfahrung in Grenzen. Es dauerte nicht lang, da hatte ich den richtigen Kandidaten. Hans-Peter Rauch, der Vizepräsident der Handwerkskammer, nahm meine unkonventionelle Aufforderung gerne an. Mit seinem tänzerischen Können hatte er aber untertrieben, denn der Metzgermeister war ein hervorragender Tänzer. Er hatte mich als Anfängerin gut im Griff. So machte Tanzen richtig Spaß. Der Allgäuer Presseball lockte an diesem Abend wieder viele bekannte Gesichter nach Kempten. Weil ich einfach mal wieder Lust hatte. Ich habe mich gefreut zu kommen. Schöner Ball, tolles Motto, nach der Gefühle-Musical. Ich habe mich sehr gefreut, wieder hier zu sein. Ein ganz toller Anlass, hier von Augsburg hierher zu kommen. Wir kommen ja, meine Frau und ich, schon seit vielen Jahren hierher. Es ist immer wieder großartig und auch, wie es heute wieder geboten ist, ist einfach fantastisch. Allein, wenn man die Kapelle jetzt so ein bisschen im Hintergrund hört, ist ein ganz toller Sound, der hier kommt. Für den habe ich gestern Abend den Filzerball in München abgesagt, obwohl ich dort Ehrenfilzer bin. Also, der gehört nicht nur zu den Pflichtterminen, sondern das ist natürlich auch Kür, das ist Freude, das ist Spaß und das ist im Allgäu ein Highlight. Es ist eine sehr schöne Veranstaltung und es ist unser 14. Presseball schon und wir amüsieren uns sehr. Ich finde auch der Rahmen ist wirklich toll hier und es ist ein schöner Ballabend. Fester Bestandteil des Allgäuer Presseballs, die Tombola zugunsten der Kartei der Not. Viele prominente Helfer verkauften die Lose für einen guten Zweck. Die Preise im Gesamtwert von 69.000 Euro konnten sich sehen lassen. Der Hauptpreis, ein VW Fox im Wert von 11.795 Euro, ging nach Fischen. Hannelore Reiser durfte sich nicht nur über das Auto freuen, sie gewann auch eine Reise nach Kanada. Die Menschen freuen sich. Es ist das Ballereignis des Allgäu schlechthin. Man kann hier tanzen, man kann mal seine Garderobe wieder ausführen. Es ist ja ein Schwarz-Weiß-Ball, kein Faschingsball. Und ich denke, die 49 Jahre schreiben allein in Geschichte, sodass der Presseball ja eine Institution im Allgäu ist. Und jedes Jahr gibt es natürlich ein hochkarätiges Showaufgebot. Die beliebtesten Medleys aus Kabarett. West Side Story. I feel charming, so charming. It's a learning how charming I feel. And so pretty that I hardly can believe I'm me. Oder Dirty Dancing entführten die Zuschauer in die glitzernde Welt des Musicals.